Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 von Gothic 2 The Dark Saga. Wir sind zurzeit zwischen Piratenlager und Jägerlager, wie wir in der letzten Folge herausgefunden haben. Das Jägerlager ist da oben auf der Anhöhe. Da haben wir in der letzten Folge alles zu Brei geschlagen, aber auch nicht ganz alleine. Da ist noch eine Drachenwurzel, sehr gut. Der Schartan hat auch ein bisschen was zu Brei geschlagen, leider. Der hat uns einige EP gekostet. Aber wir haben die eine Nebenquest aus dem Orklager weiterspinnen können. Der war wohl verantwortlich für den Diebstahl. Und ja, das haben wir jetzt quasi gelöst. Das heißt, beim nächsten Treff im Orklager, bei der nächsten Gelegenheit, können wir das dann auch erledigen. Und bei den Jägern könnte ich aber auch einige Nebenquests jetzt erwarten. Deswegen sind wir jetzt gerade auch noch hier in der Gegend. Na, wo ist denn hier der? Hier war doch ein untoter Skelettknecht. Ist der tot? Gut, es gab zeitweise hier riesiges Chaos. Und da ist irgendein untoter Kapitän. Auf jeden Fall ist seine Mannschaft tot. Ja, hier liegen rostige Zweihänder und ein grobes Langschwert. Wer hat sich hier geboxt? Auf jeden Fall ging hier richtig die Party ab, scheinbar. Und hier hat einer ganz schön auf. Aber wer und warum und wieso und weshalb und Alter, das ist doch wieder bekloppt. So eine Schaufel. Hier war ja riesig Tumult. Und da wurden hier wohl einige Skelette malträtiert und irgendeiner, der ein grobes Langschwert bei sich hatte, aber der hat es auch nicht geschafft. Ich hoffe, da haben wir nichts groß verpasst. Ich hoffe, es ist niemand Wichtiges gestorben. Guten Tag, Kapitän. Und dieser Kapitän hat nichts zu sagen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was es mit dem auf sich gehabt hätte. Oder vielleicht noch haben wird. Und wer hier vermutlich draufgegangen ist bei der Bekämpfung seiner Skelettmannschaft. Also absolut komisch hier wieder. Absolut komisch. Ja, der Schartan ist dann irgendwie amok gelaufen und ich habe auch noch irgendwie die Barane gekillt und dann habe ich auf jeden Fall gehört, dass dieser Kapitän Schad irgendwas gesagt hat. Dann hat man Kämpfe gehört und irgendwie auch menschliches Gestöhne, also im Sinne von, wenn man halt auf den Deckel kriegt. Und keine Ahnung, was hier abgegangen ist. Hoffentlich ist niemand Wichtiges gestorben. Hoffentlich ist jetzt keine Quest für immer im Nirvana gelandet. Auf jeden Fall Kapitän Schad. Oder so hieß er, glaube ich, ne? Deswegen suche ich schon mal zu dem. Der ist da und existiert noch. Greift uns aber nicht an. Aber hat auch nichts zu erzählen. Wie gesagt, war sehr tumultartig, als das mit dem Schartan hier komplett eskaliert ist. Ich glaube nämlich nicht, dass der Schartan nämlich da am Eskalieren war. Weil der war ja gleichzeitig im Kampf mit den ganzen Varanen. Der kann es nicht gewesen sein. Hier wird hier wieder moderate Gegner, die man verprügeln kann. Da hinten auch wieder Goblins. Und mal schauen, wo es hier hochgeht. Hier muss es ja irgendwo hochgehen. Auf jeden Fall irgendeine Brücke, die dann darüber führt. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass das da oben die Jäger sind. Kann natürlich auch irgendeine andere Fraktion sein, die mir noch unbekannt ist. Aber Jäger wäre ja naheliegend. Das würde auch erklären, warum der gute Marcellus da war, wo er eben war. Und der läuft ja auch irgendwo entlang, wenn er zurückläuft. Aber ich glaube, da gibt noch. Gibt es nicht noch einen zweiten Weg? Hier in diesem Wald? Das müssen wir gleich mal herausfinden. So, jetzt prügeln wir uns erstmal wieder mit Goblins. Und weg mit denen. Rumfliegen, wieder Heilkräuter en masse.
Die Musik verstummt und wechselt und wechselt nochmal. Nee. Jetzt sehr mystische Musik. Also ich muss sagen, ich finde den Hintergrund-Soundtrack sehr gut. Hab nur das Gefühl, der passt manchmal nicht so ganz. Aber musikalisch super, was ist hier? Da ist doch wieder ein Golem. Ein Steingolem. Und hier ist irgendwas tot. Ein Scavenger. Der wurde wohl geboxt von dem da. Er nervt jetzt. Wieder jetzt hier keine Feuerwarane. Sonst krieg ich Pickel. Und da ist der zweite Steingolem platt. Wäre ja nicht der erste gewesen. So, fallen mir jetzt irgendwelche Feuerwaren vielleicht auf den Kopf? Ach Gott, nee. Ach Gott, nee. Ach Gott, ein normaler. Aber da hinten kommen Goblin-Schamanen anmarschiert. Und auf die habe ich irgendwie gar keine Lust. Ich hätte die wohl erstmal verprügeln lassen sollen hier vom... Um Steingolem. Zwei Stück von diesen Widerlingen. Ach Gott, schieß nicht schnell. Sie machen es auch nicht mächtig, Damage, aber. Ja, okay, das war jetzt blöd. Zwei Stück von denen, eieiei. Oh. Jetzt ist doch hier einer runtergefallen, oder? Jetzt machen wir Party. Wir helfen. Ach, da dreht er sich direkt um und heizt mich weg. Ach, das ist doch unfair. Es ist einfach Chaos. Also, es ist zwar teilweise eine Herausforderung, es ist schön gemacht, es ist sehr dicht bevölkert hier alles. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das meiste hier einfach nur bekloppt. Manchmal bin ich mir sogar irgendwie sicher, dass es so bekloppt sein soll. Oh. Mach die mal kaputt. Dann reden wir miteinander. Warum schießt der nicht? Freund? Wie sieht's aus? Kein Bock oder was? Oder wie? Der sieht ihn nicht. Eieiei. Ah, dann wird er geheilt, dieses Schwein. Ist hier ein riesig Chaos. Jetzt kommen die immer näher, jetzt könnte es dann vielleicht gleich Action geben. Dann will der mit dem Flugling wieder helfen. So, kämpft er gegen die? Ja. Weißt du was? Sollen die noch kämpfen? Scheiß mal auf die Goblin-Schamanen. Ich wollte eigentlich nur wissen, was hier abgeht. Und wo wir hier hinkommen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Mod will, dass man solche Aktionen ausnutzt. Dass man halt irgendwie anderweitig an seine Ziele kommt. Und sich einfach mal, dass sich mal die ganzen
Viecher in der Wildnis etwas gegenseitig an den Kragen gehen. Wo sind wir denn hier jetzt? Ach du Scheiße, Troll. Jetzt sind wir jetzt gar nicht wieder für einen komischen Grafikbug. Meine Klinge an, jetzt geht's wieder. Ich dachte mal, die Klinge wäre irgendwie so schwarz gewesen. Anschwingen. So, wo auch immer wir jetzt wieder sind. Goblin-Bäre. Ich wollte ja eigentlich nur zu den Jägern hoch. Dachte, hier wäre der Eingang. Hab mich wohl getäuscht. Da ist irgendein schimmernder Stein. Was auch immer. Danke, Kretschors. Danke, vielen Dank. Wow. Manchmal hat man einfach Pech. Dazu kommen dann noch, dass man wenig Glück hat. So, wir können futtern. Wir können schnabulieren. Budlerfleisch. Ich höre auch noch einen Schattenläufer, glaube ich. Ich habe tatsächlich die große Angst, dass wir hier nicht mehr wegkommen. Jetzt habe ich nämlich schon gespeichert, dass die Schamanen sich dann wieder zurückpositionieren und wir haben dann die Arschkarte gezogen. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir hier weiterkommen, beziehungsweise zurücklaufen, dann könnten wir oberhalb von dem Marcellus sein. Hier geht's halt drunter und drüber, im wahrsten Sinne des Wortes, hier in diesem riesigen Wald. Und natürlich ist hier wieder so eine Mannschaft von Goblins. Hier gibt nur zwei Stück. Und auch keine unangenehmen Vertreter. Da hinten sind Keiler. Wo bin ich hier wieder? Wölfe, Keiler, okay. Ich müsste gerade nördlich, also was heißt nördlich, oberhalb von Marcellus sein, wenn man vom Orklager runterkommt, Richtung Piratenlager. Irgendwie da müssten wir sein. Aber natürlich lasse ich mir die Gelegenheit nicht nehmen, einen Troll zu vermöbeln. Der Stein hat deine Geschicklichkeit erhöht. Um 25 Punkte. Interessant. Was auch immer mir das gegen den da bringen soll. Oh, sehr aggressiv, der Gute. Ach Gott. Hat noch der Kumpel mitgebracht. Ach du liebe Zeit. Ein Schattenläufer und ein Troll. Und ein Stein der Geschicklichkeit. Also interessant finde ich diese Steine allemal. Wenn mir hier einer der Geschwindigkeit lieber gewesen wäre, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Fiese Sache. Ganz fiese Sache. Ja, das wird nix, bis der Schattenläufer tot ist. Den müssen wir irgendwie erst loswerden. Aber ich glaube, auch bei den Trollen kommt man gar nicht so gut unter die Achsel hindurch. Wie ist es mir nicht so gern, wie ich es gerne hätte. Aber wir können den hier weglocken. Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist nur die Frage, ob ich den jetzt auch in der Praxis halt niederschlagen kann. Der geht natürlich zum Maulred, warum auch immer. Böse kassiert. Also wenn wir Crits machen, geht's. Fragen, warum wir uns bei den anderen so zurückgehalten haben. Dass ich da sogar an die Ding gedacht habe, an die Drachenstepper-Sprutrolle. Das wäre total unnötig gewesen. Schattenläufer kriegen wir. Jetzt haben wir nur noch den Brocken da.
probieren wir mal unser Glück. Kriegen direkt einen Schlag ins Gesicht. Trank der Geschwindigkeit haben wir leider nicht mehr. Aber wir haben ja Zeit. Ja, doch, das geht auch mit unter die Achsel schlüpfen. Das Problem bei den Trollen im Allgemeinen ist eher, dass man denen teilweise gar keinen Schaden macht. Dann braucht man halt sich auch hier gar nicht anzustellen. Aber so kann man sie gut runterarbeiten. Und ihre massive Größe wird denen halt zum Verhängnis. Zu unserem Glück. Übrigens keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, bei so einer Aktion dann abzuspeichern mittendrin. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Aber nicht, dass der sich dann auf einmal direkt umdreht. Aber wir können ja mal einfach mal... Ja, der, genau das meine ich. Jetzt habe ich es gerade schon selbst halb vergeigt. Zum Glück baut das sich erstmal vor uns auf. Er hätte natürlich auch einfach schlagen können. Aber hey, ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist sein Bier. Und mein Freund, jetzt kriegst du mal ein paar Schläge. Lass uns mal erstmal hier wieder durch die Achsel schlüpfen. Ich finde den Trollgeruch so angenehm. Na, 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 na. Lass uns hier mal vorbei. Können wir übrigens auch seitwärts laufen. Das mache ich nur aus Gründen irgendwie nie. Geht natürlich genauso gut. Liegt vermutlich daran, dass ich früher einfach die Macht des Steins trocknet dich aus. Ja, das ist nicht mehr scheiß. Warum trocknet mich das aus? Ich hätte ja gar nicht leben müssen unbedingt. Was heißt austrocknen? Ne, was ich sagen wollte, ich habe das einfach früher gar nicht so oft benutzt, das Seitwärtslaufen. Aber ist es insgesamt ja schon sehr praktisch. Ja, bau dich auf. Ey, scheiß die Wand. Dann laufe ich dem direkt in die Faust. So eine Gülle. Eine Riesenscheiße. Ja, das heißt, ich glaube, das ist Kacke. Da brauche ich den kleineren. Was macht er denn jetzt? Ja, das ist. Da brauche ich einen kleineren Kreis. Einfach um den rum. Das ist mit dem Seitwärtslauf nicht ganz so optimal. Jetzt kriege ich die ganze Zeit diesen komischen Schimmer von dem Stein. Habe ich an der Stelle schon mal erwähnt, dass ein die Mod manchmal echt bekloppt machen kann? Wie gesagt, viele mir unbekannte Konzepte, aber manches bocktet mich seelisch aus. So wie dieses Konzept mit dem Stärkelehrer. Gut, auf der anderen Seite. Ich glaube, man kriegt ja noch anderweitig Stärkelehrer. Ich glaube, haben wir nicht, wie war das jetzt? Haben wir im Piratenlager noch einen Stärkelehrer gefunden? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber das irgendwie im Orklager hinter dem zu cappen, der ganz am Ende erst besiegt werden muss, das ist fahrlässig. Also, vor allem, wie soll man denn ohne Stärke den Kerl der Armbrust bezwingen? Vielleicht irgendwie mit einem. Nee, töten darf man dann nicht. Das heißt, da fällt dann auch ein Eisblock weg. Glaube ich zumindest. Vielleicht ist es ja auch nochmal dann anders geskriptet im Spiel, dass er dann in der Arena vielleicht nur verletzt wird. Aber ja, also manche Designentscheidungen zweifle ich offen und ehrlich an. Und ich glaube, ich kriege gleich einen Krampf in der Hand. Das ist bescheuert, ja, um den blöden Troll um uns laufen. Nur um den niederzustrecken. Aber Trolle, schwarze Trolle, schafft man auf jeden Fall immer. Zu jeder Möglichkeit im Spiel, sofern man halt ein bisschen Schaden macht und eine Menge Geduld mitbringt.
Und jetzt haben wir hier eine alte Steintafel. Da hat der Kerl nämlich drauf gesessen. Da ist da noch einer, oder? Ne, das ist nur ein Stein. Steintafel der Stärke 2. Sehr, sehr gut. Da sammeln wir wieder eine Menge an Graben. Okay. Jetzt haben wir hier einige Erkenntnisse gewonnen. Zum einen sind hier starke Gegner, die sich von uns bezwingen lassen. Zum anderen ist hier ein Stein der Geschicklichkeit, der uns austrocknet. Und wir wissen, dass es da unten wieder weitergeht. In diesem Wald. Und wir wissen, dass es immer noch nicht der Zugang zum Jägerlager. Naja, damit müssen wir arbeiten, ist halt so. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter, schlagen uns hier wieder weiter durch den Wald. Und hoffentlich kommen wir dann irgendwann bei den Jägern auch mal an. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.